Die blaue Stunde war bereits vorüber, als rund 200 Bürger zum Rathaus von Grimma strömten. Interessiert an der blauen Wende, denn Frauke Petri mit ihrem neuen Bürgerforum hatte geladen. Der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger hielt eine 20-minütige Eröffnungsrede. Es fehlt uns ja eigentlich, dass man nicht mehr gewillt ist und in der Lage ist, eigentlich mal andere Meinungen zu akzeptieren. Also wir hatten im Vorfeld dieser Veranstaltung auch schon Anrufe wieder von, sagen wir, etablierten Parteien, die uns den Vorwurf gemacht haben, wir würden feindliche Organisationen im Rathaus zulassen. Das ist völliger Unsinn. Frauke Petri will eben nicht mehr zu den Feinden zählen, sondern irgendwann einmal in einer Koalition mitarbeiten dürfen. Mit inhaltlichen Kurskorrekturen. Das Wort Patriotismus hat ja einen tollen Aufschwung genommen, auch in diesem Land. Und wir freuen uns darüber. Was wir aber nicht gut finden, ist, wenn wir so tun, als müsste man, um richtig deutsch zu sein, 4 deutsche Großeltern und 8 deutsche Urgroßeltern haben. Da haben wir, glaube ich, also das ist jeweils nicht unser Verständnis davon. Ich sage das so deutlich, weil das ein Zitat eines Juraprofessors aus der AfD in Mecklenburg-Vorpommern ist. Zeitgleich zur Veranstaltung der Blauen haben die Roten direkt nebenan ihre Sitzung. Ich habe auch viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat gesehen. Viele haben gesagt, na, ich will mir das mal anhören. Dem ist ja nichts einzuwenden. Aber man muss natürlich auch schauen, kennen Sie ein Programm dieser blauen Wende? Ist es dann nicht eine AfD-Light? Also das muss man sich dann natürlich anschauen. Genau unter die Lupe nimmt die Blauen auch der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Auf der einen Seite hätten es Neugründungen üblicherweise in Deutschland sehr schwer. Und das andere ist, dass ja inzwischen auch einige Mandatsträger zu diesen Blauen übergewechselt sind. Im Sächsischen Landtag, in Nordrhein-Westfalen, im Bundestag, sodass ein bestimmtes Start- und Grundkapital da ist. Und Frau Petri stützt sich auf nicht unerhebliches öffentliches Ansehen. Und folglich könnte es in diesem Fall etwas werden. Aber die Aussichten sind naturgemäß ungewiss. Nachdenken und größtenteils Zustimmung. Für einige scheinen die Blauen die bessere Alternative zu sein. Da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht, in eine Partei zu gehen, aber mitmachen auf jeden Fall. Jetzt freue ich mich, dass es wieder Kräfte gibt, die vielleicht wieder eine Verbesserung für die Zukunft bringen. Ich kann das nur begrüßen, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, uns wieder jemand zuzuwenden. Ob es was bringt, werden wir sehen. Noch hat die Blaue Partei von Frauke Petri nicht einmal 100 Mitglieder. Diesmal will man bei der Aufnahme sehr viel vorsichtiger sein. In 2 Jahren will sie in den Sächsischen Landtag einziehen.